ترفع راية السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Das Thema an euch, liebe Geschwister: Brauche ich Allah subhanahu wa ta'ala in meinem Leben? Das Problem, was wir in der heutigen Zeit haben, ist, dass wir unseren Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennen. Wenn du einen Muslim fragst, weißt du etwas über einen bestimmten Sänger, zum Beispiel 50 Cent oder 30 Cent oder 60 Cent, immer noch kein Euro wert, dann wird er dir seinen ganzen Laufbahn erzählen. Der hat dieses gemacht und der hat jenes gemacht und der hat den erschossen und der hat den Drogen verkauft. Eine ganze Reihe von Informationen. Und wenn du einen Muslim fragst, wer ist dieser Schauspieler, dann wird er dir Dinge sagen, die einem Angst machen. Als ob er beim Geheimdienst arbeitet. Der weiß, in welches nächste Hotel er einchecken muss. Aber was wissen wir über Allah subhanahu wa ta'ala? Ist es nicht wichtig, dass wir erstmal unser Rabb, Allah azza wa jal, kennenlernen, bevor wir das Leben von irgendwelchen Geschöpfen studieren, liebe Geschwister? Allah azza wa jal, er beschreibt sich im Koran, dass er derjenige ist, Al-Ghani, der Reiche, der Unbedürftige. Und die Gelehrten sagen, der Reiche bedeutet, huwa alladhi la yahtaju ila ghayri. Er ist derjenige, der niemanden braucht. Niemanden. Allah ist derjenige, der Reiche ist. Und Allah braucht die Geschöpfe nicht, aber die Geschöpfe brauchen ihn. Allah azza wa jal sagt im Koran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Wahrlich, Allah, er ist der Weltenbewohner unbedürftig. Er braucht sie nicht. Braucht weder die Himmel, noch braucht er die Erde, noch braucht er den Thron, noch braucht er die Menschen, noch braucht er die Engel, weil manche Leute diese Sache nicht verstehen. Er braucht seinen Thron nicht und er braucht auch Jibril nicht, der die Botschaft zu den Propheten überbracht hat. Aber Allah azza wa jal braucht auch unsere Anbetung nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet von seinem Rabb, von Allah azza wa jal, in einer heiligen Überlieferung, dass Allah azza wa jal sagt: Ya ibad, o meine Diener, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِ شَيْءٍ. O meine Diener, und Allah erklärt uns auf, was seine Stimme ist. Wenn ihr und die Ersten unter euch und die Letzten unter euch und die Menschen unter euch und die Djinn unter euch alle, wenn sie alle das Herzen von dem reinsten Geschöpf hätten, und wer ist der reinste?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn wir alle die Herzen hätten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und in der Tat war er der Beste, dann würde dieses Allah subhanahu wa ta'ala nichts in seine Herrschaft hinzufügen. Allah, das ist Allah. Und er sagt uns, ya ibadi, o meine Diener, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki shay'a. Und genauso, wenn alle Geschöpfe, die Menschen, die Djinn, die Ersten und die Letzten, das Herzen hätten von dem sündigsten aller Diener, vielleicht Pharao, dann würde das Allah subhanahu wa ta'ala in der Herrschaft nichts fehlen. Weil manche sagen, ich werde die Anbetung zu Allah lassen, ich habe mein ganzes Geld verloren. Jetzt werde ich Allah es heimzahlen. Warum? Weil Allah ihn geprüft hat in seinem Leben. Und dann sagt er sich, jetzt ist die Zeit der Rache zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen. Eine Frage, lieber Diener. Kannst du dich an Allah subhanahu wa ta'ala rächen? Wallahi, wenn du Gutes machst, dann machst du dieses Gute nur für dich selbst. Aber wenn du das schlimmste Herzen hättest auf dieser Welt und konnte Pharao Allah subhanahu wa ta'ala schaden, bitte, er wurde weggespült vom Wasser. Er wurde weggespült vom Wasser. Was hat er Allah subhanahu wa ta'ala angetan? Denke niemals so. Du brauchst Allah. Und er braucht dich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala. Er braucht keine Frau und auch keine Kinder. Ma attakhadha sahibatan wa la walad. Allah azza wa jal. Er hat sich keine Frau genommen und auch keine Kinder. Und das ist eine schwere Behauptung, die manche Leute über Allah azza wa jal hegeln, liebe Geschwister. Weil wir hier indirekt sagen, Allah braucht niemanden. Warum? Er vergleicht Allah mit seinen Geschöpfen. Ja, die Menschen brauchen sich einander. Die Menschen sind gesellschaftliche Wesen. Allah hat sie so erschaffen, dass sie einander brauchen. Aber braucht der allmächtige Allah eine Frau oder ein Kind? Erhaben es. Allah Azza wa Jalla sagt, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله er sagt uns, was diese Verbrecher über ihn behaupten und sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Allah hat sich ein Kind genommen. Allah sagt, fast würden die Himmel und die Erde daran zerbrechen. Welch gewaltige Aussage das über ihn ist. Weil man ihm indirekt Abhängigkeit zuschreibt. Allah braucht niemanden. Er ist derjenige, der nichts und niemanden braucht. Aber wir brauchen Allah. Azza wa Jalla in vollem Maße, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Himmel und die Erden würden fast daran zerbrechen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuschreiben, was er nicht braucht. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla, er braucht kein Essen und kein Trinken. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Ich möchte von ihnen nichts. Ich brauche von ihnen keine Versorgung. Ich brauche nicht, dass sie mir zu essen geben. Allah هُوَ الرَّزَّاقُ. Er ist der Versorger. Das ist Allah, liebe Geschwister. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er war auf keinen angewiesen, bevor er die gesamte Welt erschaffen hat. Er war auf keinen angewiesen, als er die ganze Welt erschaffen hat. Und er wird auch auf keinen angewiesen sein, wenn er die gesamte Welt zerstört. Subhana, gepriesen sei er, was sie über ihn für Lügen erdichten, liebe Geschwister. Allah azza wa jalla sagt, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-ghaniyul hamid. O ihr Menschen, alle Menschen, hört mir zu. Ihr seid die Armen gegenüber Allah. Aber Allah ist der Reiche. Er ist derjenige, der des Lobes würdig ist. Jeder, der jemanden braucht, ist arm, liebe Geschwister. Nimmt mal einen reichen Mann. Er braucht doch die Menschen, damit sie ihm helfen, weiter reich zu werden. Er kann sich nicht von den anderen abkapseln. Selbst wenn er so viel Geld hat, wie wir es niemals verstehen würden. Jeder auf dieser Welt, egal wie reich oder mächtig er ist, er braucht Allah subhanahu wa ta'ala. Er muss versorgt werden, wenn er hungrig ist.
Er muss recht geleitet werden, damit er nicht irre geht. Er braucht Kraft, um sich zu bewegen. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah. Er braucht Medizin, wenn er krank wird. Er braucht Menschen, die ihm bei seinen Angelegenheiten helfen. Und das ist der Arm. Ist Allah wie er? Egal wie reich er ist, liebe Geschwister. Und deswegen sagte Ibrahim a.s. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Derjenige, der mich erschaffen hat und der mich recht leitet. Allahu Akbar. Ibrahim a.s. Wallahi, er war ein besserer Diener als wir. Er hat es verstanden. Und er sagt, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Und er ist derjenige, der mich speist, der mir zu essen gibt und mir zu trinken gibt. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Und wenn ich krank werde, dann heilt er. Dann heilt er mich. Schaut mal, wenn wir krank werden, wie wir auf einmal unsicher werden. Was ist diese Krankheit? Was bedeutet sie? Werden wir sterben? Werden wir jetzt Gorillas? Werden wir außerirdisch? Was passiert jetzt? Fragen über Fragen. Warum? Allah hat uns mit einer Sache geprüft. Und plötzlich seht ihr viele Leute, selbst die nicht praktizierend sind, wenn sie krank werden, dann rufen sie Allah einzig und allein. Aber glauben sie sonst an Allah? Wer braucht ihn? Braucht Allah sie? Oder brauchen sie Allah subhanahu wa ta'ala? Jeder der Geschöpfe ist auf Allah subhanahu wa ta'ala angewiesen. Aber Allah azza wa jal, er braucht niemanden von ihnen, liebe Geschwister. Allah alleine verdient den Dank dafür, dass er seinen Dienern alles gegeben hat. Subhanallah. Allah erschafft und jemand anderem wird gedankt. Allah erschafft und jemand anderem wird gedankt. Wo ist deine Gerechtigkeit? Allah Azza wa Jal, er beschreibt uns auch, wie gnädig und barmherzig er mit uns ist. Er gibt uns von seinem Reichtum. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und er hat euch von allem gegeben, was ihr im Leben braucht. Wir brauchen doch bestimmte Dinge im Leben. Brauchen wir Essen? Brauchen wir Trinken? Brauchen wir eine Ehefrau? Brauchen wir Kinder? Brauchen wir Vermögen? Wir brauchen doch diese Dinge. Allah hat sie uns gegeben. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. Er hat euch von allem gegeben, wonach ihr ihn gefragt habt. Und wenn ihr die Gnaden von Allah Azza wa Jal aufzählen würdet, ihr würdet sie nicht vollständig erfassen. Wie viele Gnaden haben wir, über die wir uns gar nicht bewusst sind, liebe Geschwister. Obwohl Allah Azza wa Jal niemanden braucht und er der Reiche, der Unbedürftige ist, so ist Allah gut zu seiner Schöpfung und er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Dieses ist so, weil er Allah ist. Aber sind die Menschen genauso? Sind die Menschen genauso? Allah Azza wa Jal sagt, Kalla, inna al-insana la yatgha, ar-ra'ahu istaghna. Aber wahrlich, der Mensch, er sieht sich als unbedürftig, wann? Wenn er denkt, dass er alles hat, dass er reich ist, dass er mächtig ist. Und schaut mal, kaum ist eine Person Vermögen, dann siehst du ihn, dass er sich als etwas Besonderes sieht und er lässt die Anbetung zu Allah. Er sagt, ich habe es geschafft. Er hat nicht bedacht, dass Allah ihm dieses Geld gegeben hat. Er hat nicht bedacht, dass Allah ihm die Kraft gegeben hat, überhaupt arbeiten zu können. Er hat nicht bedacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Versorgung geschrieben hat. Ist das gerecht, liebe Geschwister? Der Mensch, sobald er reich wird und sich als mächtig sieht, schaut mal, wie er wird. Aber Allah gehört alles und er ist barmherzig zu seinen Dienern. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen Allah azza wa jal nicht für die Gnaden danken, die er ihnen gegeben hat. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was sie von Allah azza wa jal bekommen haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und er ist derjenige, der die Offenbarung von seinem Herrn bekommen hat. Er hat uns etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Wenn wir dieses verinnerlichen, liebe Geschwister, wallahi, wir werden keine Probleme mehr im Leben haben. Kein Neid mehr, kein Hochmut mehr, nichts und nimmer. Er sagte uns, unzuru ila man asfala minkum. Schaut auf diejenigen in der Dunya, die unter euch sind. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Und schaut nicht auf diejenigen, die über euch sind. Du wirst über dir immer Leute finden, die reicher sind als du. Wenn du 1000 Euro hast, so siehst du jemanden über dich, der hat 5000 Euro.
wenn du 5000 Euro hast, so wirst du Leute finden, sie haben 10.000 Euro. Und man kann das Spiel weiterspielen bis in die Milliarden und Abermilliarden. Es gibt Leute, die sind immer reicher als du. Aber sollst du auf die hinaufschauen? Nein. Schau immer unter dir. Es kann sein, dass du 1500 Euro im Monat verdienst. Alhamdulillah, Allah hat dir mehr Gnaden gegeben als jemand, der 1000 Euro im Monat verdient. Es kann sein, dass du 1000 Euro im Monat verdienst. Alhamdulillah. Es gibt Leute, die verdienen 500 Euro. Und es kann sein, dass du nichts im Monat verdienst. Aber Allah hat dir Gesundheit gegeben. Alhamdulillah, es gibt Leute, die sind behindert. Sie haben andere Prüfungen als du. Sei froh, dass Allah Azza wa Jal dir etwas gegeben hat. Du bist einer, der einäugig ist. Alhamdulillah, du siehst mit dem anderen Auge. Du kannst Auto fahren. Du kannst alles vor dir sehen. Alhamdulillah, sei doch dankbar für diese Gnaden. Du siehst, wenn du läufst, du gehst selbstständig auf Toilette. Du kannst sogar Auto fahren, auch mit einem Auge. Warum sind wir Allah Azza wa Jal gegenüber nicht dankbar, liebe Geschwister? Aber weil die meisten immer das Beste und das Neueste haben möchten, haben sie vergessen, für die Dinge zu danken, die Allah Azza wa Jal ihnen gegeben hat. Und weil viele Menschen nicht die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beherzigen, sind sie undankbar geworden. Subhanallah. Schaut mal, unsere Wünsche an Allah sind endlos. Aber wie langsam wir doch sind, wenn wir seine Gebote ausführen. Ja, zähl die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viel Wünsche hast du an Allah, aber wie viel Gehorsamkeit führst du gegenüber Allah Azza wa Jalla tatsächlich aus? Sobald du diese Zufriedenheit im Herzen hast, dass du immer mit dem zufrieden bist, was Allah dir gegeben hat, Allah, dann bist du immer ein zufriedener und ein glücklicher Mensch, liebe Geschwister. Viele Menschen denken, dass die Gnaden nur aus Geld und Vermögen bestehen, aber Wallahi, das ist nicht alles, liebe Geschwister. Es sind die längst vergessenen Gnaden, für die Muslime nicht mehr dankbar sind. Die Gnaden, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Überlegst du manchmal und sagst, was hat mir Allah eigentlich Besonderes gegeben? Was hat er mir gegeben? Ich sehe keine besondere Gnade an mir. Möchtest du nur eine Gnade erkennen? Ein Gelehrter sagte, إِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْلَمَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ فَغَمِّدْ عَيْنَيْكَ. Wenn du wissen möchtest, was eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala an dir ist, dann schließe deine Augen. Weißt du dann dein Selig zu schätzen? Wenn du wissen möchtest, was eine Gnade von Allah an dich ist, dann schließe einfach deine Augen. Möchtest du blind sein? Wärst du zufrieden damit? Allah azza wa jal, liebe Geschwister, wallahi, er hat uns von allem gegeben. Und wenn du erkannt hast, dass Allah Azza wa Jal dir unendlich viele Gnaden gegeben hat, dann musst du denjenigen einfach lieben, der dir dieses gegeben hat. Und dann schau auf die Gnaden, die er dir gegeben hat, und vergleiche sie mit deinen Sünden, die du tust. Vergleiche sie. Du wirst dann merken, dass du diese Gnaden gar nicht verdienst. Subhanallah. Du sündigst von morgens bis abends und Allah Azza wa Jal, er erhält die Gnaden bei dir. Allah Azza wa Jal sagt, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Und er ist es, der euch Gehör gegeben hat, Augenlicht gegeben hat und ein Herz gegeben hat. Wie wenig ihr dankt. Wie wenig ihr dankbar seid. Und noch schlimmer, die Gnaden, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat, wie zum Beispiel unser Augenlicht, wir sündigen noch da. Allah gibt dir als eine große Gnade von ihm, das Auge nicht. Gnade von Allah oder nicht. Was machst du mit dieser Gnade? Du sündigst. Du guckst Dinge, die haram sind. Du guckst Dinge, die Allah Azza wa Jal dir nicht erlaubt hat anzugucken. Die Gnade, die Allah dir gegeben hat, du missbrauchst diese Gnade für dein Gelüst. Allahu Akbar, liebe Geschwister, wenn wir diese Sache nur verstehen würden. Wallahi, es bleibt dir nichts anderes übrig, als deinen Schöpfer zu lieben. Viele sehen die Gnade, die man bekommen hat, als selbstverständlich. Ein Mann kam einmal zu Harun al-Rashid. Harun al-Rashid war einer der Gläubigen von den früheren, und manche sagen zu ihm, Amir al-Mu'minin. Harun al-Rashid, Alhamdulillah, er hat sehr viel Besitz gehabt. Und ein Mann kam zu ihm und er wollte ihm eine Lektion erteilen. Er sagte zu ihm, zu Harun al-Rashid, wenn du wüsstest, dass es auf der ganzen weiten Welt kein Wasser mehr gibt, außer einem einzigen Schluck.
und du bist kurz vor dem Sterben, weil dein Körper Wasser braucht, wärst du in so einer Situation bereit, die Hälfte deines Vermögens zu geben, um diesen Schluck Wasser zu kaufen? Harun sagte, rahimullah ta'ala, natürlich, und würde ein Vernünftiger dieses nicht tun. Dann fragte der Mann weiter, und wenn dieses Wasser, was du getrunken hast, bei dir in der Blase drin bleibt und nicht mehr herauskommt und dieses gewaltige Schmerzen verursacht, wärst du dann bereit, die andere Hälfte deines Vermögens zu geben, damit du nicht stirbst? Er sagte, natürlich. Und welcher vernünftige Mann würde dieses nicht tun? So sagte der Mann zu ihm, hier siehst du den Wert der Dunya, der macht nicht mal den Wert von einem Schluck Wasser aus und etwas holen. Allah. Seine ganze Dunya hätte er hergegeben für einen Schluck Wasser und Urin. Was hat das für eine Bedeutung? Was hat ein Schluck Wasser und Urin für eine Bedeutung? Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er sagt uns, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّدْ. Was nun die Gnaden deines Herrn angeht, so berichte darüber. Schaut mal, heutzutage, wenn man einen Muslim trifft, man sagt den Achim Karim, wie geht es dir? Er sagt, SCH, ihr kennt das Wort, ich will es nicht aussprechen. Warum, subhanallah? Er sieht nicht die Gnaden, die er bekommen hat. Er berichtet nicht über das, was Allah Azza wa Jalla ihm als Gnaden gegeben hat. Anstatt dass er sagt, Alhamdulillah, Allah hat mich recht geleitet. Ich bin Muslim, ich bin einer, der sich nicht wie ein Tier aufführt. Ich bin derjenige, der Rechtleitung folgt. Ich bin einer, der geduldig ist für Allah subhanahu wa ta'ala. Er vergisst dieses. Und stattdessen sagt er, wie geht es dir? Und er hat alles, was er im Leben braucht. Er hat alles, was er im Leben braucht, liebe Geschwister. Aber was sagt er? Ich bin arm. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts in diesem Leben. Allah hat mich nicht versorgt. Wie konntest du bis jetzt leben, wenn Allah dich nicht versorgt? Frag. So sehen wir viele Leute in den arabischen Ländern. Er sagt, ja, achi, subhanallah, ich habe 7 Kinder. Oder 8, der weiß es selber nicht. Wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Allah hat uns nichts gegeben. Wie habt ihr überlebt bis jetzt? Deine Kinder, mashallah, sind 15, 16, 17, 18. Wie habt ihr überlebt bis jetzt? Überlebt ein Mensch, wenn er kein Essen hat? Wir wissen doch, nein. Aber was meint er? Er hat nichts. Er hat nicht 3 verschiedene Essenssorten am Tag. Er hat keine Baklava auf dem Tisch, 50 Sorten. Das meint er. Ist er dankbar? Nein. Er ist nicht dankbar, liebe Geschwister. Aber wir sollten immer wieder gnaden. Sprechen, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Zu Yunus ibn Ubayd, rahimullah ta'ala, kam ein Mann, Yunus ibn Ubayd ist ein Gelehrter, kam ein Mann, der sich beschwert hat über seine Situation. Ich bin arm und ich habe nichts. Da sagte der Gelehrte zu ihm, wärst du bereit, für 100.000 Dinar dein Augenlicht zu geben? Der Mann sagte, nein, auf keinen Fall. Wärst du bereit, für 100.000 Dinar dein Gehör zu geben? Der Mann sagte, nein. Weiter, wärst du bereit, für 100.000 Dinar deine Hände herzugeben? Für 100.000 Dinar deine Füße herzugeben? Der Mann sagte, nein, wäre ich nicht. Da sagte Yunus ibn Ubayd zu ihm, du bist ein reicher Mann, denn du besitzt Hunderttausende von Dinar. Wie also kannst du dich über Armut beklagen? Allah. Er ist reich, aber der Ärmste, er versteht es nicht, weil er nicht gelernt hat, dankbar zu sein. Liebe Geschwister, Wallahi, lieber Bruder, und liebe Schwester, geh in das nächste Krankenhaus bei dir und schau dich da einmal etwas um. Dass du da reingehst, wird dich mehr überzeugen als die Worte, die ich dir gerade sage. Weil du siehst dort Leute, die haben tatsächliche Prüfungen jetzt in ihrem Leben. Den einen fehlt ein Bein, der andere hat Krebs, einer wiederum, den hat das Feuer getroffen und sein Gesicht wurde bis zu den Knochen durchgebrannt. Du hast Gnade übergeladen. Gehst du in so ein Krankenhaus rein, dann wirst du rauskommen, dankbar, zufrieden, glücklich, überzeugt. Du wirst dich fühlen wie ein König. Liebe Geschwister, wir müssen dankbar sein. Denn wenn wir undankbar sind, dann wird Allah Azza wa Jal uns diese Gnaden wieder nehmen. Und du weißt erst eine Gnade richtig zu schätzen, wenn sie dir wieder genommen wird. Allah Azza wa Jal, er hat seine Diener in dankbare und undankbare Diener unterteilt. Es gibt Leute, Allah Azza wa Jal, er weiß, dass sie dankbar sind. Und deswegen gibt er ihnen noch mehr. Weil Allah Azza wa Jal sagt uns, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. Wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben.
Allah hat dir etwas zu essen gegeben. Danke Allah. Danke Allah für das Essen. Danke Allah für das Essen. Danke Allah, dass er dir Kinder gegeben hat. Danke Allah, dass er dir diese Religion. Was wird passieren, wenn du ihm dankst? Dann wird dir Allah noch mehr geben. Aber wenn du undankbar bist, dann wirst du die Strafe von Allah Azza wa Jal zu spüren bekommen. Allah Azza wa Jal ergibt diese Gläubigen diese Gnaden. Die Geschwister und die Gelehrten unterscheiden zwei Gnaden. Eine Gnade, die Allah Azza wa Jal dir aus Ehrung gibt, weil Allah mit dir zufrieden ist. Er liebt dich. Und eine Gnade, die gibt dir Allah nicht, weil er dich liebt, weil er dich der Strafe näher führen wird. A'udhu Billah. Schaut mal, Subhanallah. Eine Gnade. Allah Azza wa Jal ergibt dir zum Beispiel, liebe Geschwister, Geld in der Dunya. Er weiß, was wirst du mit diesem Geld machen? Nur Gutes. Du wirst Moscheen aufbauen, du wirst Schulen aufbauen, du wirst das Gute mit diesem Geld machen. Allah weiß das und deswegen ehrt er dich und gibt dir diese Gnade. Dieses ist gut für dich, weil Allah weiß, dass du damit umgehen kannst. Aber es gibt andere Leute, Allah gibt ihnen auch Gnaden, aber als eine Strafe. Und jede Sache, die du in der Dunya bekommen hast und die dich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt, ist eine Fitna für dich. Merkt ihr das? Jede Sache, die du in der Dunya bekommen hast und sie bringt dich weiter weg vom Wege Allahs, ist was für dich? Eine Fitna. Allah Azza wa Jalla sagt, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّي لَهُمْ إِنَّا كَيْفُونَ. Und wir werden sie der qualvollen Strafe näher bringen. Allah bringt dich näher zu dieser Strafe. War nicht mein Plan, ist fest, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Person, er bekommt Geld, er hat Autos, er hat Villen, er hat alles, was man im Leben hat. Und die anderen, die Ärmsten, die sagen, schau mal, Allah hat ihn begünstigt. Aber nein, Allah hat ihm so viel gegeben, damit er sich weiter vom Wege Allahs entfernt. Weil diese Person ist nicht dankbar. Dann siehst du, er hat immer mehr Geld, aber gleichzeitig entfernt er sich immer weiter vom Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Diesen Menschen will Allah von seinem Weg abbringen und danach kommt er der Strafe immer mehr. Möge Allah uns von ihm bewahren. Schaut mal, wie die anderen sind. Allah gibt ihnen eine Gnade. Was machen sie mit dieser Gnade? Sie nutzen diese Gnade für die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Unterschied zwischen beiden? Wallahi, ein gewaltiger Unterschied. Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister, er ist gnädig zu seinen Dienern. Und wir sollten über die Gnaden sprechen, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Aber die größte Gnade, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat, ist deine Religion, des Islam. Alhamdulillah. Schau nicht nur auf das Geld, sondern es gibt wichtige Dinge, die dir als Muslim gegeben wurden. Schau mal, subhanallah. Du siehst Menschen. Er hat nichts, keine materiellen Dinge in dieser Welt. Aber du siehst ihn leuchten. Wenn du ihn anguckst, sagst du, der ist der reichste Mensch auf der Welt. Guckst du in seiner Wohnung, der hat nichts, was richtig funktioniert. Alles ist geklebt mit Tesafilm und so weiter und so fort. Nichts funktioniert in seiner Wohnung, aber er ist zufrieden mit Gott, mit der Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Und nicht nur das, weil er weiß, diese Dunya, egal was ich besitze, es wird einen Zeitpunkt geben, wo ich es nicht mehr besitze. Kullu man alayhi al-fall, alles auf dieser Welt wird zerstört, aber ich baue für mein richtiges Haus, für mein ewiges Haus. Diese Welt ist vergänglich. Aber die nächste Welt ist beständig. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبِقًا. Bevorzugt ihr diese Welt, wo die nächste Welt besser und beständiger ist. Wähle aus, welche Welt möchtest du. Und wenn wir lernen, immer dankbar zu sein für die Gnaden, die wir bekommen haben, liebe Geschwister, dann wirst du auch zufrieden sein. Schaut mal, nicht, dass du andere anguckst und sagst, der hat so viel bekommen, warum? Warum er? Das ist nicht immer Gnade. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, in Surah At-Tawbah, er sagt, وَلَا تُعْجِبِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Er sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du brauchst ihr Vermögen und ihre Kinder nicht zu bestaunen. Nicht zu bestaunen oder sie darum zu beneiden. Allah will sie ihm diesseits damit geradezu bestrafen. Allahu Akbar. Allah will sie ihm diesseits geradezu damit bestrafen, indem er ihnen Kummer und Sorgen damit macht. Und er will, dass sie von ihrem Reichtum benommen sind. Benommen, sie vergessen alles. Bis an das Ende ihres Lebens und dann sterben sie im Kuffer. Allahu Akbar. Welche Ayah, liebe Geschwister, welche Ayah, die dir klar aufweist, nicht jeder, der etwas hat, wird von Allah geliebt. Möge Allah Azza wa Jal uns immer zum Guten führen.
Und möge Allah Azza wa Jal, liebe Geschwister, uns nicht zu den Kuffar zählen lassen, über die Allah Azza wa Jal uns im Koran sagt: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ أَعُوذُ بِاللَّهِ. Und diejenigen, die genießen und essen, und sie essen, wie das Vieh ist. Und er sagt, und er schließt die Eier ab, Allah subhanahu wa ta'ala, وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ. Und das Feuer ist ihre Heimstatt. Diese Leute denken nur an ihren Bauch und an ihre Gelüste. Sie sehen die Strafe nicht von Allah und bereiten sich nicht auf das nächste Leben vor. Daher sind sie bei Allah azza wa jal wie Tiere. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und das Gute im Diesseits und im Jenseits geben. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von, ist es von Ash-Shaytan und von mir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk.